Schön, dass ihr wieder da seid bei LS. Ja, wir testen uns den Kompass-Mod. Das sieht man oben in der Mitte. Wir fahren jetzt nach Osten, Südosten, Südwesten, nach Westen und auch die Gradanzahl. Ist eigentlich cool, dass man so ein bisschen erstens den Leuten sagen kann, wo man sich befindet oder in welche Richtung man fährt und auch bei Feldern, damit man gerade fährt, weil man dann einfach anhand der Zahl weiß, oh, ich fahr schräg oder gerade und in welche Richtung man fährt. Eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee. Mit der Taste Alt und C kann man den switchen. Was ich ehrlich sagen muss, ist ein bisschen schwierig, dann rauszufinden, wo er sich gerade befindet. Wenn er so durchswitcht, muss man immer suchen, wo er sich gerade befindet. Es gibt wohl, ja, jetzt ist er rechts unten bei der Kameraanzeige, ganz unten. Dann befindet er sich wieder mal irgendwo anders. Ah, jetzt direkt bei der Kameraanzeige mittendrin. Ja, verdeckt halt ein bisschen. Jetzt oben bei der Uhrzeit. Jetzt über der Uhr. Okay, also über der Uhr. Oder oben mittig ist eher am interessantesten. Also da gibt es verschiedene Positionen, wo der sich dann befindet. Also an sich gar kein schlechter Mod. Wir gucken jetzt mal in der Log. In der Log ist kein Fehler. Da ist alles drin. Das passt eigentlich. Mehr braucht man nicht. In den Mod ordner reinklatschen und schon weiß man, wohin man fährt. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns. Tschüss!